Und deshalb hat Helmut Kohl diesen sehr mutigen, finanzpolitischen, aber eben auch politischen Beschluss mit seinen Kollegen damals gefällt, Theo Weigel genauso, dass wir unsere Gemeinsamkeit, unsere politische Gemeinsamkeit dadurch auch charakterisieren, dass wir eine gemeinsame Währung haben. Und 17 der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören heute zu diesem gemeinsamen Währungsraum. Und nun hat es dazu damals natürlich hinreichend viele Leute gegeben, die gibt es heute auch noch, die sagen, wir haben ja immer gewusst, das kann nicht klappen. Und es klappt im Augenblick auch nicht so gut, wie es klappen müsste. Denn, und alle erinnern sich vielleicht noch an Edmund Stoiber, der immer gesagt hat, 3,000. Und bevor Helmut Kohl nicht 3,0 gesagt hat, gab es keinen Euro von bayerischer Seite. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte die Sicherheit bringen, die man natürlich braucht, wenn man eine gemeinsame Währung hat und sich auch darauf verlassen muss, dass die anderen genauso sorgsam wirtschaften und arbeiten, wie das wir versuchen zu tun, allerdings auch nicht immer vollkommen tun. Und deshalb hatte man sich Kriterien gemacht, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, 3% Neuverschuldung pro Jahr, und maximal 60% Gesamtverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt jedes einzelnen Mitgliedstaates. Und dann hat man leider diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht immer so ernst genommen, wie man ihn hätte nehmen sollen. Aber liebe Freunde, da will ich mal sagen, das kommt gleich auf die Dinge, die wir noch regeln müssen und die noch nicht ausreichend geregelt sind. Aber wieder war es die Zeit von Schröder als Bundeskanzler, in der ja nicht mal nur nicht geguckt wurde, dass man den strengen Stabilitätspakt vielleicht mal nicht eingehalten hat. Nein, als man ihn das erste Mal nicht erfüllt hat, da hat man ihn gleich umgestoßen und aufgeweicht. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, von den Sozialdemokraten brauchen wir uns über Erfüllen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes überhaupt nichts sagen zu lassen. Die haben den erst einmal ruiniert. Schröder, ganz schlau, als er, glaube ich, noch in der Opposition war, hat er vom Euro als kränkelnde Frühgeburt gesprochen. Und anschließend, als er dann die Gestaltungsmöglichkeit hatte, hat er den Stabilitäts- und Wachstumspakt ruiniert. Und die Art von Politik dürfen wir nicht machen. Aber wir haben jetzt auch eine Phase erlebt, beginnend mit 2007, 2008, der größten Weltwirtschaftskrise seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Niedersachsen hat das auch gespürt, gar nicht an die Häfen denken, dann vieles andere. Das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik war 2008 um -5% eingebrochen. Und wir sind ziemlich klug aus dieser Krise rausgekommen in Deutschland, durch die Kurzarbeit, im Übrigen durch die kommunalen Investitionsprogramme, wieder Ausdruck unseres Denkens. Vor Ort kann das besser investiert werden, als wenn wir das irgendwo von der Zentrale aus ausgeben. Es hat viel geholfen, glaube ich, auch in vielen Fällen. Aber der Preis dieser Konjunkturprogramme ist natürlich eine erhöhte Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Und deshalb liegen wir heute auch in Deutschland nicht bei 60% Gesamtverschuldung, sondern bei 83%. Das heißt also, auch wir haben eine riesige Aufgabe. Wir haben dann aber in dieser Wirtschaftskrise und seine Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Das hat kein anderes Land gemacht. Das war eine große Sache. Auch eine